Da. Schnell, 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 so. Da, 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 da. So, gut, dann halt wieder Sicherheitslabor darüber und weitermachen. Hab ich toll hingekriegt. Ich glaube, ich habe meinen Orientierungssinn wieder. Das heißt, der gute Charter müsste ich wieder orientieren können. Ich hoffe doch mal stark, das passt jetzt wieder. Ding war nämlich folgendes. Dass ich eine Zeit lang mich ganz gut orientieren konnte, auch in Videospielen. Und ungefähr zu dem Zeitpunkt der gute Charter angefangen hat, zu sagen, ja, scheiße. Ich habe mich dreimal verrannt. Und jetzt gerade hatte ich den Frame-Einbruch des Millenniums, aber egal. Noch dazu hat der gute Alan Hunter dann zu ungefähr zu der Zeit gesagt, er hat irgendwie mein Aim abgestaubt oder so. Sie wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen bedeutet Macht. Ein Leben zu formen. Ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Erwarten Sie kein Mitgefühl. Ganz gleich, wen Sie in diese Konfrontation noch mit einbringen. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen und es interessiert mich auch nicht. Wirklich? Was hast du ihm über mich erzählt, Liara? Was hätte ich sagen sollen, Mutter? Dass du den Verstand verloren hast? Dass du böse bist? Sollte ich erklären, wie man dich tötet? Was hätte ich sagen sollen? Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Mit einem Loch im Schädel werden Sie sicher weniger selbstgefällig aussehen. Ihre Gelassenheit kann Ihre Angst nicht verbergen. Na toll, Ganzkörperlähmung. Geht. Kommt, geht. Sorry. Garrus ist besiegt. Das kann man wirklich nicht zulassen. So viel Energie hatte ich da jetzt noch übrig. Na, langsam lässt's nach. Ach, wird der vorher auch ein Level abfällt mir gerade rein. Ich werde jetzt erstmal die Gesundheit hochgehen. Einfach, weil ich einfach diesen quasi Off-Tank quasi spielen möchte. Du kriegst Werfen verbessert und bei der Singularität noch einen Punkt dazu. Und Garrus kriegt die taktische Panzerung und das Sturmangriffstraining. Dankeschön, danke sehr.
Es ist noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Die Rachni haben nicht mit ihnen kooperiert. Warum sollte ich es dann? Ich werde ihnen nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Auf Pheros sind wir Shiala begegnet. Sie hat uns von der Indoktrination durch die Sovereign erzählt. Es ist schrecklich, in seinem eigenen Verstand eingesperrt zu sein. Von innen an das Glas zu hämmern, während die eigenen Hände quälen und töten. Ich war machtlos. Nichts als ein Instrument in Sarens Händen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Kann ich davon ausgehen, dass Sie die Koordinaten gefunden haben? Vor 2000 Jahren besiedelten die Rachni diese Gegend unserer Galaxis. Sie entdeckten das Portal. Die Rachni können Erinnerungen über ganze Generationen teilen. Und Königinnen können das Wissen ihrer Mütter erben. Ich konnte den Standort des Portals in den Gedanken der Königin lesen. Dabei war ich nicht gerade zimperlich. Sie können noch immer das Richtige tun. Teilen Sie diese Information mit mir. Ich war nicht ich selbst, aber ich hätte stärker sein müssen. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht, nur die Koordinaten des Portals zu kennen. Weißt du, wohin er von dort aus wollte? Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe ihm die Koordinaten übermittelt, bevor sie eintrafen. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, sie sollten... Mutter! Ich... Geh nicht! Kämpfe gegen ihn an! Ich war immer so stolz auf dich, Liara. Stirb. Bitte. Ich bin am Ende. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Warten Sie. Wir haben Medigel. Vielleicht können wir damit... Nein. Er ist noch immer in meinem Kopf. Ich bin nicht vollständig ich selbst. Das werde ich nie wieder sein. Mutter! Gute Nacht, Kleines. Ich werde dich in der Dämmerung wiedersehen. Kein Licht? Es hieß doch immer, man würde ein helles... Oh. Oh. Was zum...
die hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Mit wem spreche ich hier? Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Wie können sie durch sie sprechen? Unsere Art singt, indem sie Gedanken berührt. Wir zupfen die Saiten und der andere versteht. Sie war leicht zu übermannen. Sie hat Farben, für die wir keinen Namen haben. Aber sie verblüht. Ihre Musik ist bittersüß, wunderschön. Du bist nicht im Einklang mit jenen, die uns zu kontrollieren hofften. Was wirst du singen? Lassen sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? Die Rachni waren eine Bedrohung für die gesamte Galaxis. Diese Tanks sind voller Säure. Wenn sie außer Kontrolle gerät, wird sie zersetzt. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Kroganer zu weit gehen lassen. Wir haben jetzt die Chance, gleichzuziehen. Sie hat uns nichts getan. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten. Sie werden überleben und frei sein. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. Vorbildlich plus 24, yay. Ach du Schande. Phew, gerade noch so. Okay, damit müssten wir hier fertig sein. Nur leider hat es kein so schönes Ende genommen, wie ich erhofft habe. Ich dachte nämlich eigentlich, dass Matriarchin Benesia das Ganze irgendwie überleben und wieder vom Geiste her befreit werden könnte, aber fail. Ich mag diesen Ort nicht. Hier gibt es zu viele dunkle Geheimnisse. Verständlich, ja. Und naja. Mal schauen.